Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum neuen Video. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Ihr seht es hier schon, es ist ein Karton von Steen for Steen. Da habe ich schon mehrere Bilder ausgepackt, erst vor kurzem wieder eins. Aber das hier ist was ganz Besonderes. Ich hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Und mein Mann hat sich was ganz Besonderes für mich überlegt und hat ein Bild bestellt. Ein Bild, was mir unheimlich viel bedeutet, wo ich mir lange zu Gedanken gemacht habe, ob ich es bestellen soll, weil es doch schon ein bisschen was gekostet hat und sehr, sehr groß ist. Ja, genau, der Karton darf erstmal auf die Seite. Angekommen ist es, also ich habe mir die Rolle schon mal angeguckt, da sind die Steine drin und eingepackt ist es nochmal in so Luftpolsterfolie. Die Leinwand an sich habe ich mir noch nicht angeschaut, einfach weil ich so viel Bewegung wie möglich vermeiden wollte und es mit euch gemeinsam auspacken wollte. Genau, ich würde sagen, wir fangen an mit den Steinen und dann sehen wir auch gleich, um was für ein Motiv sich handelt und dann packen wir die Leinwand aus. Also sie wird wirklich riesig. Das Motiv hat eine Größe von 80 cm auf 1 Meter. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich noch gar nicht genau, wie ich dieses Bild auf meinen Tisch bekomme. Geschweige denn, ja, alles andere wird weichen müssen, das auf jeden Fall. Vielleicht kann man nach und nach so ein bisschen was draufstellen, um es auch so ein bisschen zu beschweren, aber es wird platztechnisch eine Katastrophe werden. Also das ist schon mal klar. Aber ich freue mich trotzdem. So, die Leinwand darf vorsichtig erstmal auf die Seite. Ihr seht, es ist so Luftpolsterfolie, die man dann hier aufmachen kann. Gut, ich bin unheimlich gespannt. Ich freue mich total. So, also hier haben wir... Moment. Genau, ein riesiges Päckchen Steine. Ein Toolkit. Noch ein Toolkit. Und da müssen wir gleich mal schauen, was das ist. Okay. Oh je, ich bin aufgeregt und freue mich. So, das darf auch auf die Seite. Wir haben hier wieder die Visitenkarte, wie wir sie schon öfters gesehen haben. Oh. Wir haben wieder ein Squishy dabei, dieses Mal in Grün. In Grün habe ich, glaube ich, noch gar keinen. Aber sehr cool. Hier steht wieder drauf, viel Spaß mit ihrem Diamond Painting, Rodney und Monique. Finde ich immer toll, dass sie so eine persönliche Botschaft noch mit draufschreiben. Ich finde, es gibt so einen Touch, also es macht einfach glücklich. Und man sieht, dass sie sich wirklich Mühe geben. So, hier haben wir den Sparkle Tag, diesmal in O Christmas Tree. Also ich glaube nicht, dass mein Mann den separat noch bestellt hat, weil er hasst dieses Zeug unheimlich. Alles, was mit Duft, Duftkerzen oder dieser Duftwachs oder ähnliches zu tun hat. Am schlimmsten sind diese Airwick-Dinger, die so automatisch sprühen. Ich hatte es aufgestellt in der Hoffnung, dass er es nicht merkt. Klappt nicht. Ich war aber auch sehr dämlich, muss ich dazu sagen. Ich habe es in Kopfhöhe aufgestellt und hat es ihn angesprüht. Okay, wir machen das Ganze mal auf. Und da erwartet uns ein kleines Tannenbäumchen. Das Design ist wieder unheimlich schön. Also allein das ist Weihnachten. Rot, dann dieses satte Grün und es riecht wirklich nach Weihnachtsbaum. Wir haben diesen Tannengeruch
aber auch irgendwie so ein bisschen nach Kerze. Das ist Wahnsinn. So ein bisschen Minze ist auch mit dabei. Also es hat wirklich den Duft nach Tannenbaum. Gut, dann haben wir zwei Toolkits mit einfachem rosa Stift, grünem Schiffchen, doppeltem Blättchen Wachs, zwei Mehrfachsetzern. Das ist einmal ein Dreier. Und Moment, haben wir hier was aufgedruckt? Nee. Ich würde sagen, das dürfte ein Siebener-Setzer sein. Und Tütchen. Das Ganze kommt nochmal. Genau dasselbe. Das haben wir öfters, dass wir gerade bei größeren Bildern dann zwei Toolkits drin haben. Unter was für einem Aspekt, ob man dann sagt, okay, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Wachs. Wobei wir auch bei einer Größe von 80 mal einem Meter so ein doppeltes Blättchen Wachs niemals aufbrauchen werden. Gut, dann haben wir die haben Gewicht, die Steine. Wir haben eckige Steine und ihr seht, es sind alles braun, grün, beige Töne und viel dunkel auch. Grau, also alles so. Gedeckte Farben, nichts Strahlendes, nichts Buntes, aber das darf es bei dem Motiv auch. So, jetzt schauen wir mal. Mich interessiert nämlich, wie viele Farben wir hier haben. Weil so weit ausgepackt hatte ich noch nicht. Alles in Zipptüten drin. Die Zipptüten sind bedruckt. Sehen wir das hier? Genau. Gucken uns auch gleich die Steine ein bisschen genauer an. Wir haben wieder die Legende in A4-Form. Sehen hier 80 mal 1 Meter. Wir haben 45 Farben und die Symbole sind klar zu erkennen. Und hier haben wir das Vorschaubild. Ich finde es der Wahnsinn. Ich habe lange auch überlegt, die letzten Tage, ob das ein Bild ist, was man in einem Video zeigen kann, was ich in einem Video zeigen möchte. Einfach weil, ja, aktuell die Situation ist nicht die beste. Und dann so ein Bild zu haben und in einem Video zu painten, war ich mir unsicher, ob das eine gute Idee ist, habe mich jetzt aber dafür entschieden, weil es einfach wirklich so, so schön ist und es mir so viel bedeutet. Wir füllen jetzt einfach mal eine Farbe hier in ein Schiffchen rein. Wir haben Harzsteine bei Steen for Steen. Genau, und sie liegen super. Sie sehen super aus, der Glanz ist toll. Sie sind sehr, sehr gleichmäßig. Ich sehe jetzt hier. Doch, wir haben hier ein Steinchen hier, wo ein bisschen Ausschuss dran ist. Das sind wie so kleine Flügelchen. Aber das haben wir überall. Also wir haben überall immer ein bisschen Ausschuss. Wir haben immer ein bisschen Müll. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Also ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Solange sie schön auf der Leinwand liegen, solange da alles passt. Sie schön gleichmäßig sind, bin ich damit, also ist es für mich völlig in Ordnung, dass da ein bisschen Ausschuss drin ist. So, das darf wieder zurück. Und ich mache erstmal ein bisschen Platz. So, hier haben wir die Leinwand. Also ich werde sie nicht komplett drauf bekommen. Dann muss ich mir gleich was überlegen, wie ich das am besten hinbekomme. Und ja, genau. Wir ziehen jetzt hier erstmal dieses Polsterfolie ab. Wow, allein die Leinwand hat ein Gewicht, das ist der Wahnsinn. So,
Wir haben doppelseitige Klebefolie. Habe ich jetzt bei Steen for Steen noch nicht gesehen. Muss aber sagen, ich freue mich. Also ich mag doppelseitige Klebefolie lieber als gegossenen Kleber. Warum? Weil ich diesen schwammigen Effekt, die Flüssigkleber oft hat, überhaupt nicht mag. Und ich es auch viel schöner finde, wenn ich das Bild nicht sehe. Wenn ich das Bild nicht sehe, mir Feld für Feld aufschneiden kann. Und dann quasi sehe, wie das Bild Feld für Feld wächst. Finde ich viel, viel schöner. Hat für mich deutlich mehr. So, jetzt wird's lustig. So, ich habe das Bild jetzt mal hingelegt an allen vier Ecken mit was beschwert, weil dadurch, dass es doppelseitige Klebefolie ist, dürfen wir es natürlich nicht in entgegengesetzter Richtung aufrollen, weil wir uns sonst auf der Leinwand unzählige Luftblasen holen. Jetzt versuche ich mal, also die Folie ist geteilt. Also wir haben hier eine geteilte Folie. Jetzt versuche ich mal, die Folie einmal abzuziehen und nochmal glatt aufzustreichen. Das hilft in vielen Fällen schon mal, dass sich das Bild ein bisschen gerader legt. Also es ist unheimlich groß. Ja, okay. Aber wir schauen jetzt einfach, dass wir das hinbekommen. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, das komplett aufzumachen. So, eine Seite hätten wir schon mal. Also der Druck ist der Wahnsinn. Das ist, was man schon sieht, die Leinwand glitzert. Puh. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, das Gewicht hat nicht ausgereicht. Oh mein Gott. Okay. Hoffentlich bereue ich das nicht. Okay, also Klebefolie ist komplett unten. Also oben sind wir noch ein bisschen dran. Einfach, dass ich gleich die Möglichkeit habe, die straff wieder glatt zu streichen. Druck ist bombastisch. Warum nimmst du gerade auf? Ja, natürlich. Hallo. Also ich nehme euch jetzt mal runter, zeige euch den Druck. Ich versuche euch auch das Motiv dann einmal zu zeigen. Wir haben es ein bisschen spät, deswegen ist die Beleuchtung von oben an. Das heißt, es spiegelt. Aber ich muss das jetzt einfach drehen, weil ich heute Abend unbedingt noch die Steine sortieren will und gegebenenfalls sogar noch ein bisschen anfangen möchte. Aber das sehen wir jetzt einfach. Es hat zeitlich einfach nicht anders da geklappt. Momentan ist die Hölle los bei der Arbeit.
Und Termine hintereinander ohne Punkt und Komma quasi, möchte irgendjemand was. Dann war man krank und ähnliches. Okay, also. Hup, wir fliegen einmal runter zum Druck. Also der Druck ist glasklar. Das ist der Wahnsinn. Und auf die ganze Größe haben wir wirklich keine Luftblase. Und hier haben wir das Motiv. Das ist wahnsinnig schön. Ich meine, wir haben die Soldaten, einen verletzten Soldaten, der quasi rausgetragen wird. Und ich verbinde mit dem Bild so, so viel. Das hat für mich einfach die Bedeutung von Freundschaft, von Hilfe, von Aufopferung auch. Und deswegen, also es war ein Traum. Ich habe es mir lange, lange überlegt. Und ja, dann kam es an, war schön eingepackt und ein grinsender Mann hat es in der Hand. Und es ist der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ob ich dazu jemals irgendwie wirklich was sagen kann, was das Ganze wirklich auch von der Bedeutung her beschreibt. Wahnsinn. Gut, ich versuche das jetzt, dadurch, dass wir keine Luftblasen drin haben, die Folie hier auch genau so wieder drauf zu bekommen, in der Hoffnung, dass es sich ein bisschen glatter legt. Und natürlich, dass ich auch keine Luftblasen rein bekomme. Naja, dazu setze ich euch wieder aufs Stativ. Puh. So, die eine Seite hätten wir schon mal. Wichtig ist, dass ihr wirklich alles ausstreicht, die Folie wirklich feste wieder aufdrückt und euch somit dann hoffentlich keine Blasen reinbekommt. Also ich würde jedem grundsätzlich davon abraten, die Folie komplett abzuziehen. Ich lasse immer ein kleines Stück oben noch drauf, dass ich so einen Anfangspunkt habe, dass ich wirklich alles abgedeckt habe dann wieder am Bild. Und ja, aber auch das ist nicht zu empfehlen, gerade bei so einer Größe. Also ich krabbel hier wirklich am Maximum des Platzes hier. Genau, auch schön auf die Seite streichen. Hier haben wir ein Haar. Oh nein. So, Folie ist wieder drauf. Es hat soweit auch ganz gut funktioniert. Es ist deutlich glatter geworden. Nichtsdestotrotz werde ich es jetzt auch hier mittig nochmal weiter beschweren. Gerade für die Zeit, wo ich jetzt die Steine einsortiere und wir ein paar Folgen von unserer Serie gucken. Ja. Es war anstrengend. Körperliche Arbeit. Mitternachtsworkout. Aber okay, was man nicht alles tut. Was ich hier noch machen werde, ist hier den Überschuss abschneiden. Also hier sind wir ein bisschen drüber. Hier fängt dann quasi die Klebefläche wieder an. Das heißt, den überschüssigen Teil werde ich abnehmen. So, zur Übersicht sehen wir zum Schluss nochmal die Steine. Haben die Legende in Papierform. Haben die Legende in Papierform. Wir haben 45 Farben. Es sind eckige Harzsteine. Wir haben zwei Toolkits dabei. Als
kleines Giveaway, den grünen Squishy und das Wachs. So langsam habe ich so eine richtige Sammlung. Ich finde es richtig toll. Sie riechen alle unheimlich gut. Jeder auf seine eigene Art. Also schaut gerne mal im Shop vorbei. Es lohnt sich wirklich. Also ich finde die super. Ich finde die echt richtig gut. Genau. Haben eine Größe von 80 cm auf 1 m. Das Motiv, also ganz ehrlich, also schaut es euch nochmal an. Es nochmal hin. Ist der Wahnsinn. Klar, es ist nichts Buntes, es ist nichts Fröhliches, aber ich finde, das Bild hat so, so viel Ausdruck und so viel, was es vermittelt. Und deswegen freue ich mich unheimlich, das Bild zu painten. Also, ich bin sprachlos, ich finde es genial. Ich werde euch nichtsdestotrotz auch meinen Rabattcode verlinken. Der ist immer noch gültig. Mit Wally 15 könnt ihr 15% sparen. Ich meine, es lohnt sich, warum den vollen Preis bezahlen, wenn es auch günstiger geht. Und genau dafür ist es ja da. Ich verlinke ihn euch unten in der Infobox. Schaut gerne mal auf der Seite vorbei. Die haben ganz, ganz tolle Bilder. Die Steine sind super. Also ich bin wirklich begeistert. Habe aber, wie gesagt, im Vorfeld noch keine doppelseitige Klebefolie gehabt. Also es war bisher immer gegossener Kleber. Deshalb war ich eben so ein bisschen erstaunt. Aber ich freue mich. Ich mag es unheimlich gern. Und ja. Bin jetzt ganz arg gespannt und freue mich. Ich werde euch ab und zu mal ein paar Fortschritte zeigen, werde euch auch ein bisschen mitnehmen in Videos. Und ja, bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und vergesst natürlich, wie immer, nicht das Köpfchen zu heben, das Krönchen zu richten und macht euch die Welt ein bisschen bunter. Bis dann!